Keiner von uns weiß so zu 100%, was das denn passiert ist. Ich glaube, wir brauchen ja nicht die Hintergrundinfos, aber die Situation im Reiche, die kann man ja, glaube ich, schon nochmal darstellen. Ja, vielleicht bevor wir dann diese Zusammenfassung machen, genau, das ist ganz guter Vorschlag von Steinwallen für die Zuschauer auch, dass ihr wisst, was jetzt gleich möglich sein wird. Denn am Ende vom letzten Mal wurde ja angekündigt, dass es ein Duell gibt, ein Kampf, ein Götterurteil, was sozusagen durch Zweikampf entschieden werden soll. Robert Baratheon gegen Rhaegar Targaryen. Wir haben das jetzt alles mal in der Zwischenzeit überprüft, was wir spielmechanisch für Möglichkeiten haben. Es ist jetzt so, aktuell kann man nur den, ich sag mal, offiziellen Rivalen-Duellkampf machen. Das heißt, der ist nicht direkt auf Leben und Tod, aber wir würden das jetzt im Roleplay einfach ummünzen und wir hätten die Möglichkeit zu sagen, derjenige, der dann verliert, kann im Roleplay dann den Tod finden, beziehungsweise findet dann den Tod, und das setzen wir dann entweder so um, wenn Robert Baratheon stirbt, dass er sich kurz einkerkern lässt und dann hingerichtet wird, oder wenn Rhaegar sterben würde, dass wir dann einen Mordkomplott relativ zügig versuchen gegen Rhaegar, dass dann sozusagen aber schon im Roleplay gespielt wird, dass er schon tot wäre, dass dann zum Beispiel Shoyuka schon als Aegon, als Thronfolger spielt, und wir das einfach noch umsetzen, weil einfach die Spielmechanik das noch nicht hergibt. Tatsächlich ist es aber auch so, um vielleicht nochmal dieses Trial by Combat zu erklären, diese Auseinandersetzung muss nicht notwendigerweise mit dem Tod eines der beiden Kämpfer enden. Es wird gekämpft, entweder bis zum Tod, der Erschöpfung oder der Aufgabe eines Kontrahenten. Meistens wählt ein Angeklagter dann den ehrenvollen Tod mit dem Schwert anstatt die Hinrichtung. Denn die Folge ist natürlich, wenn einer der beiden verliert, auch wenn er nicht direkt im Duell stirbt, dass dann einerseits bei Robert Baratheon wäre es so, dass er dann hingerichtet werden würde, wegen dem Mord an Elia Martell, dass er dafür für schuldig befunden wird. Auf der anderen Seite gäbe es aber die Möglichkeit, dass zum Beispiel Robert Baratheon sagt, dass er Rhaegar verschont, wenn der dann sozusagen aufgibt und seine Schuld anerkennt. Aber dass alles diese Möglichkeiten sind, natürlich dann den Spielern überlassen, wie das im Roleplay sinnvoll ausgespielt. Ja, die Schuld nicht anerkennt, sondern die Unschuld bewiesen wurde. Ne? Genau, also sollte Baratheon, also Robert Baratheon, in den Zweikampf gewinnen, hat er die Möglichkeit, Rhaegar zu töten. Ganz klassisch, ne? Trial by Combat. Oder er verschont ihn und dadurch hat er den Kampf trotzdem gewonnen ist der Anklage quasi entgangen, beziehungsweise seine Unschuld ist halt bewiesen durch die Götter. Wir wissen beide, dass Rhaegar Targaryen das nicht überlebt, oder? Will ich das verlieren? Ich unterschätze das nicht tatsächlich. Vision vielleicht. Ich unterschätze das nicht. Allein durch den hohen Bildungswert und die Kriegsführung hat Rhaegar durchaus sehr hohe Chancen. Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte, wenn quasi das Duell gewonnen wird. Ach so, ja, dann, das stimmt. Ich glaube nicht, dass Moment, Ranger mich leben lässt. Du bist doch ein Mann, mit dem man vernünftig reden kann, oder? Also der Lannister Ranger schon wieder. Ich glaube nicht mit Robert. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als wenn ich der Anklage bezichtigt werde, immer wieder eine Rebellion von Zaun zu brechen, dann auf einmal Gnade walten zu lassen. Ich würde ein bisschen Wein. Deine Gelegenheit zu beweisen, dass du ein größerer Mann bist, als der deine Ankläger dir ständig unterstellen. Ach, ich glaube, das wird nicht darauf hinauslaufen, Maurice, but nice try. I did my best. Wir sind shamed hier. Bei der Festivität, bei dem Turnier, glaube ich, gerade einmal bei der Hälfte, weil in einem Tag beginnt der Tjost. Genau, aber das ist noch die Frage an Shoyuka. Sollen wir jetzt sozusagen erstmal warten, dass das Turnier einmal kurz durch ist und danach erst das Duell offiziell im Roleplay ausspielen? Würde ich raten, weil sonst kommen halt dauernd weitere Events. Ja, das ist wenn das für das euch Duell ist. Normal, ich weiß gar nicht, wird das Duell nicht in Pause stattfinden? Nee, ne? Nein. Nee, ja, das okay, sind Eventketten, die genau. Da kann man auch dann leicht mal, also das ist ja, was mir gestern passiert ist, denken, das ist jetzt ein Pop-Up, das zum Falschen gehört oder sowas. Ja, das stimmt. Auf dem Turnier wird ja auch gekämpft. Das stimmt. Findet das Turnier nicht in einem eigenen Bildschirm statt? Nee, das sind Pop-Ups, die hintereinander aufploppen. Das sind halt Events. Und ich habe also. So ein Duell hat doch eigentlich einen anderen Hintergrundbildschirm als. Sind wir mal ganz ehrlich, wir haben keinen Zeitdruck. Ja, also erstes Turnier, dann die Geschichte. Wenn genau, jetzt ein Jahr lang drauf ist, das Turnier durch ist, dann ist das so. Ich bin sehr gespannt, ob ich gleich draufgehen werde, ey. Holy fucking shit. Wenn ja, muss ich mit einem 10-Jährigen weiterspielen. Und ich fürchte ehrlich gesagt, dass dann längst die Zeit gewesen ist, in der ich Einfluss hatte. Kämpfst du selber, der Champion? Ich kämpfe selber. Ist spieltechnisch so tatsächlich auch besser umsetzbar und passt, finde ich, story-wise auch gut. Also wir werden selber kämpfen. Hast du Artefakte, die dir selbst im Kampf helfen können? Maurice hat die Krone von
Aegon gar nicht genommen, ne? Ich hatte dem gestern eigentlich die Krone von Aegon dem Dritten geschickt. Und er hat die offensichtlich nicht angenommen. Wollte dem die Krone von Aegon dem Dritten schicken. Wegen... Werter Kutscher? Ja? Bitte teilt Lord Tywin Lannister mit, dass ein Bote ein Artefakt, ein wichtiges königliches Artefakt als Geschenk der Zuneigung gesendet hat und dies nicht übersehen werden sollte. Es wird ihm mitgeteilt. Dankeschön. Werter Kutscher, das Turnier ist beendet. Sehr wohl, ich werde es allen mitteilen. Okay, Leute, verabschieden wir uns schon mal von König Rhaegar Targaryen, der jetzt in der Schlacht gegen Robert Baratheon fallen wird. Das war's. Die wundervolle Herrschaft aus dem Hause Targaryen und Lannister und Dorne neigt sich dem Ende zu. Auf ein Gespräch mit dem Prinzen, mit dem König, ich entschuldige. Ja. Aber wir müssen wahrscheinlich schnell sein, wenn wir noch ein Gespräch suchen. Ja, sehr gerne, es geht auch schnell. So, wir sind ungestört. Darf ich mich vorstellen? Arianne Martell. Ich bin nun erwachsen und auch bereit, den Posten im Rat einzunehmen. Ach, großartig. Das sollten wir gleich festigen. Des Weiteren sind mir Vögelchen ins Ohr gezwitschert, die darüber berichtet haben, dass der Feind oder die möglichen Rebellen eine weitere Verschwörung planen, und zwar eine Anschuldigung an das Haus Lannister und an das Haus Targaryen selbst, dass ihr Targaryen und die Lannister hinter dem Mord an Elliren Martell. Das Haus Tully, Hostach Tully, der anscheinend immer noch nach vermeintlicher Gerechtigkeit ist an mir herangetreten und wollte mir in Hinterzimmergesprächen heimlich klarmachen, dass ich mich gegen euch stellen sollte, da ihr anscheinend an dem Mord von eurer Dame beschuldigt seid. Ich kann und möchte das nicht glauben und möchte erneut erwähnen, dass die Gegenseite, die Baratheons, Starks, Arryns und Tullys, weiterhin probieren, einen Keil zwischen uns Verbündeten zu treiben und dieses Königreich zu trennen und diese Schwäche auszunutzen. Ich kann nicht glauben, dass ich beschuldigt werde, meine eigene Frau getötet zu haben, nachdem man mich beschuldigt hat, eine andere Frau getötet zu haben und entführt zu haben. Ja, ich glaube, die Hostach Tully und die andere Seite wird dieses zu gegebener Zeit im Großen Rat ansprechen werden. Die Lannister und ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass wir Dornischen den Umständen entsprechend ganz genau inhören werden, wie ihr euch verteidigt. Wir glauben nicht, dass ihr schuld seid, aber sollte sich doch etwas Wahrheit in dieser Anschuldigung herausstellen, sehen wir uns gezwungen, unsere Positionierung vielleicht zu überdenken, nicht hinsichtlich der Rebellion, Gott, oh Gott. Wir werden weiterhin treu an eurer Seite stehen, aber wir werden natürlich Fragen stellen müssen. Aber der aktuellen Situation entsprechend bezweifle ich und glaube eher, dass das ein Akt der Barbarei und der möglichen Trennung Verbündeter ist, um eine mögliche weitere Rebellion, ja, die Dornischen, sag ich mal, in Neutralität zu halten. Das habe ich bestimmt gerade falsch verstanden, aber ihr suggeriert, es gäbe eine Option, dass daran was wahr ist? Sollte sich daran eine Wahrheit bestehen. Aber das Götterurteil wird die Zweifel ausräumen, da bin ich mir sicher, mein König. Ich bin an der Wahrheit interessiert, wer den Mord durchgeführt hat. Ich bezweifle aber, dass ihr in irgendeiner Art und Weise damit etwas zu schaffen habt. Mehr könnte ich der Ant, den Lannistern, vielleicht so etwas zutrauen. Aber selbst da, wir haben Seite an Seite mit den Lannistern gekämpft. Ich glaube mehr, dass das ein, ja, strategischer Move des Feindes ist, uns zu trennen. Ich danke euch für die Worte. Ich danke euch für diese Information. Lasst das Götterurteil sprechen. Ja, das glaube ich auch. Das wird alle Zweifel beseitigen. Kutscher, wir müssen zurück in den Thronsaal. Sehr wohl, Sie müssen sich leider noch einen Moment gedulden. Ein Bediensteter hat eine Sauerei vor Ihrer Tür gemacht. Wir müssen erst aufräumen. Ihr ich schätze die Kutsche des Königs. Euch von einer widerlichen Anschuldigung in die nächste, aber das kennen wir ja schon von euch. Robert, du solltest dich jetzt aufs Duell vorbereiten. Hat jemand Wein für mich? Nach dem Duell, Robert, nach dem Duell. Spaß sollte man noch haben. Lasst doch alle Leute einfach Spaß haben, mit wem sie haben wollen. Und wenn sie Salzweiber nehmen, sehen sie Salzweiber. Und wenn sie sich einen Salzmann holen, die sind nebenbei auch gut. Falls sie anwesend ist, wir Salzmänner.
falls ihr da mal Experimente wagen wollt, sind bereit, auch für andere Abenteuer. Es geht bei Salzmann nicht ums Essen, oder? Schweige ich jetzt einfach weg. Das Ach, so ein Essen davor kann man auch errichten. Nicht kommentieren und hoffen, dass es niemandem auffällt, dass das gerade passiert ist. Vielleicht könnte ja Sir Baristan Selmy die Duellführung übernehmen, das Einleiten, das hier ein wenig zivilisiert abläuft. Ich habe das Gefühl, dass es hier ein bisschen an der Organisation mangelt. Er ist doch noch immer ein Mitglied der Königsgarde, oder? Gar nicht auf. Vielleicht, Velasarius, könntest du diesen Part übernehmen. Ach so, ja, klar. Die Kutschermeuterei nimmt immer schlimmere Züge an, ne? Die verweigern den kompletten Dienst. Milords haben mich gerufen. Nun, es wurde ein Duell zwischen König Rhaegar Targaryen und Lord Robert Baratheon als Götterurteil eingefordert und beide Kontrahenten waren damit einverstanden. Eure Ehre ist ohne schwarzen Fleck in all den Jahren. Vielleicht solltet ihr das Ganze organisieren und hart einleiten. Natürlich, Milords. Also, ich hoffe, dass beide Parteien mit diesem ganzen Duell einverstanden sind und so die Götter wollen, werden wir auch bald einen Sieger für das Ganze haben. Lord Robert, seid ihr bereit für das Ganze? Ich bin schon bereit, seit ich das erste Mal Rhaegar gesehen habe. Gut. Ich möchte noch einmal anmerken, dass sich die Königsgarde natürlich aus dem Ganzen heraushalten wird. Wir sind zwar geschworen, den König zu beschützen, doch da er sich auf diese Angelegenheit eingelassen hat, werden wir uns nicht einmischen. Euer Majestät, seid ihr ebenfalls dazu bereit? Mögen die Götter urteilen und möge ihr Urteil gerecht und hart sein. Mögen sie wahrlich. Nun denn, wann immer die Lordschaften soweit sind. Dann zücke mal dein schönes kleines Schwert, Rhaegar. Für dich bräuchte ich bloß einen Dolch. Wenn deine Zunge nur so scharf ist wie dein Schwert, nun, dann mache ich mir keine Sorgen. Ich habe irgendwie, Moment, out of character, ich habe ein Pop-up währenddessen reinbekommen. Hat sich das jetzt abgebrochen? Ich auch. Du musst es nur wegklicken, dann kommst du wieder hin. Das geht jetzt immer, das entsteht jetzt immer wieder neu, ne? Glaube ich, ne? Ja. Das, genau, perfekt. Wie macht ihr das? Schaut ihr jetzt hier, sollen wir das über Discord teilen, das Bild? Oder sollen wir das vorlesen? Nee, also ich hätte jetzt gedacht, jeder... Ich hab den Stream offen. Genau, ich habe auch den Stream von euch offen. Es sollte vielleicht jemand vorlesen. Ja. Soll ich vorlesen? Zu Beginn des Kampfes umkreisen König Rhaegar und ich uns einige kurze Momente eher gemächlich, wobei jeder eine Möglichkeit sucht, eine Lücke zu finden. Ich hebe meinen Hammer, bereit, mich zu verteidigen, während er seine Axt fest in der Hand hält. Dieser Kampf mag zwar nur bis zum ersten Blutvergießen gehen, doch das beruhigt meine Nerven nicht im geringsten. Ein plötzliches Zucken kündigt den Beginn unseres Gefechts an, als Rhaegar ist für seine Fähigkeiten mit der Axt berühmt und erinnert mich ständig mit einer perfekten Aneinanderreihung von schnellen Schritten daran, die nur von gelegentlich mächtigen Hieben unterbrochen werden. Nun spür meinen Hammer! Im Kampf bin ich wie ein Künstler. Jeder Schlag ist ein Pinselstrich, jeder gefallene Feind oder Tropfen Blut ein Spritzer Farbe. Während ich meine Axt schwinge und nahtlos zwischen Finte und Schlag wechsle, zeichne ich ein Bild der Qual auf das Gesicht meines Gegenübers. Robert rächt sich mit einer geschmeidigen Reihe von schnellen Schwüngen und mächtigen Schlägen, wobei mich jeder Schlag ein wenig mehr zurückdrängt. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf. Und die Haltung von Robert ist formidabel. Ich habe meinen Gegenüber in die Bredouille gebracht, muss meinen Sieg aber nach wie vor noch gut vorbereiten. Mein Hammer wirbelt wie fließendes Wasser um Rhaegar herum und jeder Schlag verkettet sich mit dem nächsten, was zu einer Reihe von perfekt abgepassten Angriffen führt. Rhaegar geht in eine defensive Haltung über, wobei seine Axt eine fast undurchdringliche Mauer aus perfekten Paraden zwischen mir und ihm bildet. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf und die Haltung von Rhaegar ist unglaublich. Die Abwehr meines Gegenübers ist heftig und ich fühle mich weit vom Sieg entfernt. Angriff! Parade, Riposte! Meine Axt ist ein besserer Beschützer als jeder Schild und pariert und kontert jede Attacke, die von Robert ausgeht. Wo auch immer er seinen Hammer hinbewegt, ist meine Axt bereits da und wartet. Robert kontert mit einem heftigen Hagel von schnellen Schwüngen, wobei er mich wiederholt fast zermalmt. Meine Form ist ausgezeichnet und lässt nur wenige Fehler zu, und die Haltung von Robert ist formidabel. Mein Gegenüber wehrt meine Attacken nach wie vor gut ab, doch er wirkt wie kurz vor dem Scheitern.
Angriff! Ich stürze mich in den Kampf, lasse schnelle Schwünge auf mein Gegenüber einprasseln, werfe mich heftig gegen die Deckung von Reger und zermürbe ihn mit jedem meiner perfekt abgepassten Angriffe. Reger kontert mich mit einem heftigen Hagel von schnellen Schnitten, wobei er mich wiederholt fast niederstreckt. Meine Form ist gut und weist nur kleine Schwächen auf und die Haltung von Reger ist unglaublich. Die Abwehr meines Gegenübers ist heftig und ich fühle mich weit weg vom Sieg. Ich werde euch zeigen, wie ich mit dem Hammer umgehe! Ich stürze mich in den Kampf, lasse schnelle Schritte auf mein Gegenüber einprasseln, werfe mich heftig gegen die Deckung von Robert und zermürbe ihn mit jedem meiner perfekt abgepassten Angriffe. Robert rächt sich mit einer geschmeidigen Reihe von schnellen Schwüngen und mächtigen Schlägen, wobei mich jeder Schlag ein wenig mehr zurückdrängt. Meine Form ist ausgezeichnet und lässt nur wenige Fehler zu und die Haltung von Robert ist unglaublich. Wir sind einander absolut ebenbürtig und der Sieg führt gewissermaßen einen Tanz auf Messers Schneide aus. Bessere Menschen als ihr sind dabei gestorben, als sie meine Abwehr durchbrechen wollten. Robert. Angriff! Trotz meiner besten Bemühungen zerschlägt mein Gegenüber meine Abwehr. Robert geht mich mit einem nicht enden wollenden Hagel von mächtigen Schlägen hart an, die mich mit jedem weiteren Schlag weiter ramponieren und mit jeder Parade meine Knochen quetschen, bis ich schließlich nahezu verschunden am Boden liege. Mir ist kalt und schwindelig, als würde mein Kopf hämmern. Doch mein Verstand ist ganz woanders. Was hat... Drehen wir uns? Dreh ich mich? Ein blutiger Schleimklumpen drängt sich in einem krächzenden Husten aus meinem Mund und der darauffolgende Krampf bringt mich dazu, meine Axt loszulassen. Robert tritt meine Waffe aus der Reichweite und dann ruht auch bereits das kalte Metall seines Hammers an meiner Kehle. Mein Hammerarm bewegt sich schnell wie der Blitz und trifft so heftig wie ein zerborstener Stein. Schlag um Schlag unterwerfe ich mein Gegenüber mehr und zwinge es mit aller Wut, die der Krieger mir verliehen kann, zu Boden. Als nur noch ein zitterndes und blutiges Häufchen Elend übrig ist, frage ich mich, ob ich zu weit gegangen bin. Schließlich hustet Reger so stark, dass er seine Axt verliert. Erst dann erlaube ich mir einen kleinen Seufzer der Erleichterung. Alles, was noch bleibt, ist die gegnerische Waffe wegzutreten, um meine eigene an seine Kehle zu halten. Es braucht ein paar Versuche, doch Reger schafft es schließlich, aufzugeben. Nun, Reger, da liegt ihr, genau da, wo ihr hingehört. Zu meinen Füßen! Es ist entschieden, die Götter haben geurteilt. Lang lebe Robert. Lang lebe Robert. Lang lebe Robert. Lang lebe Robert, glaube ich. War ganz amüsant, muss ich sagen, dieser Kampf. Richtig gekämpft, eines Eisenmanns wäre es würdig gewesen. Wie ist das Götterurteil nun verlangt? Obliegt das Schicksal des Verlierenden jetzt dem Sieger des Duells? Und wie es mein Zorn verlangt? Ist hiermit dein Leben vergolten, Reger. Unser ist der Zorn! Und ich töte. Ich würde gerne als letzte Worte an Haus Baratheon richten. Mögen deine Söhne und alle danach für immer in Feuer von Drachen verbrennen, auf das meine Familie der letzte Albtraum ist, der dich durchlebt. Zack! Gerechtigkeit. Endlich. Endlich ist die Gerechtigkeit mein. Die Götter haben geurteilt und sie waren weise. Und nun, Lannister? Martell? Was denkt ihr nun? Die Götter haben entschieden. Was ist eure Reingrabe zu dem Ganzen? Das bedeutet, dass ihr unschuldig seid, den Anschuldigen entsprechen. Das heißt, wir haben immer noch nicht den Mörder meiner Tante gefunden. Ach, ist das so? Jemand anderes schuld daran. Naja, das war doch nun offensichtlich Reger. Erinnert ihr euch vielleicht an das Gespräch, das wir zuvor noch geführt haben? Werter Herr von Martell? Ich finde es befremdlich, warum hier der König, der tote König, über tote Menschen sollte man nicht schlecht sprechen, lieber John Arryn, warum der tote König für dieses Vergehen verantwortlich gemacht wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seine eigene Frau ermordet hat. Nein. Entschuldigt. Ich verwechselte gerade. Es ging mir noch um die gute Lyanna, um diese Geschichte. Ja, ihr habt natürlich recht. Mit der Frau wird das vermutlich nichts zu tun haben. Das ist natürlich noch ein offener Punkt, der recherchiert werden muss. Auch der Tod von Lyanna ist auch einem Reger nicht zuzuordnen. Sie hat ihr Geheimnis mit ins Grab genommen. Auch hier sollten wir nicht schlecht über den toten König sprechen. Das verbitte ich mir. Und doch ist die größte offene Frage, wie es nun mit dem Reiche weitergeht. Denn der König ist tot. Natürlich, König. Natürlich, und die Lannisters sehen schon wieder ihre Chance, sich auf den Eisernen Thron zu setzen, wie man es erwartet von ihnen.
Kein einziges Mal griff ich nach dem eisernen Thron. Wollte ich mal dazwischen werfen. Graf Reutz, haltet den Mund. Das ist nicht euer Teil der Angelegenheiten. Kann ich nicht. Der König ist tot. Lang lebe Aegon der Sechste. Prinz Aegon aus dem Hause Targaryen. Rechtmäßig an seinen Namen. Nein, das. Ihr könnt nicht wieder einen Targaryen auf den Thron setzen. Es ist die rechtmäßige Thronfolge. Der Junge ist gütig. Er ist schlau. Aus ihm können wir Große noch etwas formen. Das die Verfehlungen seines Großvaters und die seines verstorbenen Vaters können wir in ihm besser machen. Wir hatten zwei irre Könige. Bei den Targaryens scheinen die Götter nicht mehr die Münze zu werfen, sondern es scheint festgelegt zu sein, es kommen dort nur noch Irre. Insofern stimme ich Robert zu. Wir sollten die Targaryens vom Thron werfen, endgültig. Ich spreche von offener Rebellion gegen die Krone. Erneut. Aber was habe ich zu erwarten von Rebellen? Also, nein, ich spreche davon, dass die Lords von Westeros gemeinsam ein neues Königshaus wählen sollen. Ich bin nicht für den Krieg, sondern... Wählen? Natürlich wählen, was sonst? Wie soll Westeros sonst in Frieden gesetzt werden? Oh, ich dachte, das machen die Götter. Das war's am Boden. Und die Götter haben mir eindeutig ein Zeichen gegeben. Wenn sie Prinz Aegon nicht töten, dann ist Prinz Aegon wieder irre. Ihr habt eure Unschuld bewiesen. Hier spricht niemand davon, dass ihr dauerhaft im Recht seid. Baratheon, ihr stürmischen Hunde, haltet euch zurück. Ein Sieg im Duell gewährt nicht das Anrecht auf die Königskrone. Welch absurde Vorstellung von Recht. Bei einer von Lord Arryn vorgeschlagenen Wahl gäbe es natürlich verschiedene Möglichkeiten für ambitionierte Häuser auf den eisernen Thron zu kommen, um das vielleicht einmal festzuhalten. Aber ich stimme auch Lord Arryn zu, ein Krieg sollte auf keinen Fall hier vom Zaun gebrochen werden. Wir haben schon alle zu viel verloren in den letzten Jahren. Bei einer Wahl sehe ich das Problem einer Pattsituation. Wir haben vier große Häuser. Und wir haben vier größere Häuser auf der anderen Seite. Ich glaube nicht, dass eine Wahl hier die Entscheidung treffen kann, die wir dringend benötigen. Wir sind in der fucking Monarchie. Ich finde es äußerst befremdlich, dass wir urplötzlich von den alten Bräuchen, die wir seit Jahrhunderten verfolgen, abzweigen. Warum sollten Königshäuser über Wahlen sprechen? Ich sehe Aegon den Sechsten als mein König an. Hallo? Alles andere sehe ich als offene Rebellion. Wenn ich mal als König einfach mal was einwerfen kann. Was gerade hier wurde durch einen Hammer entschieden? Warum macht ihr das nicht einfach mal weiter? Es klingt doch eigentlich recht amüsant und das Amüsement kann auch gerne weitergehen. Also wir sind da gerne als Zuschauer dabei. Also Robert, dein Hammer war gut. Setz ihn noch weiter ein. Nun, vielleicht sollten die Lords von Westeros über das, was jetzt heute geschehen ist, das Urteil der Götter, erst einmal nochmal nachdenken können und darüber entsinnen können, bis final über alles Weitere entschieden wird. Heute hat die Gerechtigkeit gesiegt, doch was die Zukunft bringt, sollte vielleicht nicht direkt heute geklärt werden. Vielleicht in einem Jahr ab heute. Ein Jahr Chaos? Ohne König? Hey, was für ohne König? Ich habe einen Vorschlag. Vielleicht nutzen wir dieses eine Jahr, um gemeinsam herauszufinden, wie die Königin umgebracht wurde. Denn ich möchte erinnern an das, was Lord Tully hier vor kurzem uns mitgeteilt hat. Die ignorieren einfach, dass ich existiere. Es Hinweise gibt, dass Cersei Lannister ein geheimes Verhältnis mit Rhaegar hatte. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass hinter dem Tod der Königin Cersei Lannister und dann Werter Dornischer, dürfte vielleicht eure Haltung sich auch verändern. Insofern sollten wir alle unsere Spione, alle unsere Möglichkeiten vereinen und dies erforschen und vielleicht danach uns wieder treffen. Gerechtigkeit für Elia Martell. Ich kann das nur unterstützen und nachempfinden. Jon Arryn, das ist eine wunderbare Idee, dem schließe ich mich an. Also, habe ich das gerade richtig verstanden? Ihr wollt ein Jahr nicht nur das Reich ins Chaos lassen, also während ihr überlegt, ob es angemessen ist, die alten Bräuche der Erbfolge, die wir seit Jahrhunderten, Jahrtausenden pflegen, ob es eurer Laune entspricht, diesen diesmal gerecht zu werden, während ihr eure Spione darauf verschwendet, schmutzige Anschuldigungen gegen meine Tochter zu entspinnen? Danke, Moment, endlich. Wollen Sie damit selbst andeuten, dass Sie nicht fähig genug sind,
dafür zu sorgen, dass die Westlande in Ordnung gestellt bleibt für ein weiteres Jahr. Eben es dasselbe wollte ich um auch sagen. Es geht nicht um die Westlande, es geht um das Königreich. Ich denke, wir sind ihr schlägt erwünscht Aegon Targaryen die Königswürde ab und wollt ein Jahr warten, um zu entscheiden. Erwachsen genug, um es zusammenzubringen, dass in den eigenen Ländereien Frieden herrscht und so es zu keinen Übergriffen auf ein anderes Gebiet kommt? Oder wollt ihr etwa damit sagen, dass ihr nicht dazu in der Lage seid? Es geht nicht um die eigenen Ländereien, es geht um die sieben Königslande, die doch vereint sind unter einem König. Doch jeder Teil der sieben Königslande steht unter einem Lord, der für Recht und Ordnung sorgt. Die Westlande unter euch, der Norden unter mir und so weiter. Die sieben Königslande werden an einem Jahr des Wartens und des Herausfindens und des Aufdeckens der Gerechtigkeit für Elia Martell nicht untergehen. Es wird kein Chaos entstehen. Aber gibt's da nicht so ein Gebiet, wo jetzt niemand gerade vorsteht? Hallo, bin ich niemand? Ich existiere. Aegon der Sechste. Wie können die den König vergessen? What the fuck? Ja, unter der Verwaltung von Aegon stehen, bis alles weitere aufgeklärt ist. Das ist sein Geburtsrecht. Und mit ihm die nächste Armee in Westeros? Na, das klingt ja auf jeden Fall spannend. Der König ja bekommt die größte Armee? Ja klar, ich bin ja auch Ariana der Martell. Hast du dich gemutet? Ja klar, ich bin ja tot und es ist klar, dass der Elfjährige jetzt noch nicht redet. Man sollte wirklich... Als die Hand des alten Königs scheint es mir sehr eindeutig, dass ich der Vormund des Königs sein werde. Natürlich, das ist sie wohl gerne. Als einziger, der offensichtlich überhaupt bereit ist anzuerkennen, dass unser rechtmäßiger König ist. Lord Tywin, wie nehmen Sie sich das Recht heraus, sich als Vormund von einem Targaryen zu positionieren, nur weil Sie die Hand des ehemaligen verrückten Königs der zweiten Klasse gewesen sind? Wie ist es denn, wenn ich stattdessen der Vormund von ihm werde? Denn ich bin Familie für ihn. Ihr habt einen Blut ermordet und redet von offener Absetzung und seltener Machtergreifung. Euch den König anzuvertrauen, lasst auch mich nur hier für eine Minute, würde bedeuten, dem Jungen dem Tod zu überantworten. Ich gebe Lord Tywin insofern recht, dass Robert vielleicht nicht der Allergeeignetste für diese Aufgabe ist, aber Lord Tywin selbst ist es auch nicht. Denn er und vor allem seine Familie und seine Tochter steht ja im Mittelpunkt der Anschuldigung, die wir ermitteln. Und da ist es undenkbar, dass er hier den Vormund stellen kann. Nein, wir brauchen eine andere Figur. Also ich würde es machen, ich habe das nächste Jahr nicht viel vor. Ich bin anwesend. Um Gottes Willen, ich habe noch einen Vorschlag, wenn es um die Familie gehen soll. Ich muss es nicht übernehmen, dann übertragt es an meinen Bruder Stannis. Er hat auch Targaryen-Blut in sich und ihm ist es vollkommen gleich, was ich tue. Ich würde vorschlagen, lasset die Dornischen die Vormundschaft übernehmen. Schließlich entstammt der Junge auch ihrer Familie zur Hälfte. Und der Onkel doch ist dort. Nie im Leben würde ich einen Targaryen-König in die Obhut die Sicherheit von Haus Baratheon geben. Mehr Irrsinn ist doch kaum vorstellbar in Lord dieser Tibbin. Situation. Vielleicht ist Lord Mace Tyrell eine mögliche Lösung, mit der alle Häuser leben könnten. Ein Mann, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen und eine Familie, die hochgeachtet in Westeros ist. Und er hat das sich schon angeboten. Da kann wenig passieren, da stimme ich euch zu, Lord Stark. Ja, damit wäre auch ich einverstanden. Ja, auch das Haus Tully würde sich dem anschließen. Die haben ja mal rumgereicht. Und wegen der Haarfarbe. Dann mache ich das. Ich kann nur nicht für die Haarfarbe garantieren. Wir haben aktuell noch Nahrungsmittelschwierigkeiten. Ja, nein. Gesehen davon bin ich aber nein zu höchster Sicherheit für den möglichen künftigen König oder Nicht-König. Wir haben vollstes Vertrauen in euch, Lord Mace Tyrell. Ich danke euch. Welch hohe Ehre. Dann ist es somit entschieden. Und jetzt vielleicht ein kurzer OOC-Einwand, wenn das Roleplay soweit erstmal in der Hinsicht erledigt ist. Es muss ja jetzt halt dann noch das ganze Roleplay umgesetzt werden. Das heißt, Ranger, du müsstest mal gucken. Du müsstest eigentlich eine 95%ige Chance haben, Räger umzubringen per Mordkomplott. Ja, läuft gerade. Läuft schon. Achso, deswegen, ich hatte deswegen kurz abgebrochen gehabt, weil ich einmal reden wollte, was ich tun soll.
Ich habe mal auch bei mir den Meister des Flüsterers weggestellt von der Abwehr, damit die Chance besser ist. Sehr gut, genau. Ich habe eine grundlegende Frage, nachdem jetzt gerade wundervoll in der Abwesenheit meines 11-jährigen Sohnes darüber entschieden wurde, was mit ihm passiert. Realistisch, oder? Ist es das? Okay, gut. Der hat einfach ein Mitspracherecht. Die Erwachsenen haben das jetzt beschlossen. Ja, nee, alles gut. Das bedeutet, ich gehe dann bei Tyrell, und zwar bei Lord Mace Tyrell als Knappe oder als... Als Vormund. Er wird dein Vormund. Er wird dich sozusagen noch ausbilden. Rosengarten und genießt da die Gärten und genau. Die und den Wein. Genau. Bring dir bei, wie man nichts Frau. Kann, außer chillen. OOC und singen. Würde ich vorschlagen, dass Tywin Lannister als Hand des Königs die Regentschaft übernimmt. Eine exzellente Idee. Das ist also jetzt, also, oder wir prügeln uns um die Regentschaft. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, das ist jetzt OOC gesprochen, je nachdem. Wie die Regentschaft. Also jetzt technisch gesprochen, es wird ein Regent benötigt, weil Aegon, sobald Rhaegar tot ist, ist Aegon zu jung, um zu herrschen. Das heißt, wir brauchen einen Regenten hier im Spiel. Und da es kein Familienmitglied gibt, das diese Regentschaft ausführen kann, wird dann... Lord Mace Tyrell Es gibt bist von mir ganz halt, sicher, Guy? Nee, wartet mal. Aber wartet mal. Es kann nicht gleichzeitig der Regent sein. Es gibt aber Familienmitglieder der Targaryens. Das stimmt nicht. Ich habe sowohl einen älteren Onkel, der verheiratet ist in Dorne mit der jetzigen Herrscherin, als auch eine ältere Tante. Wobei halt Viserys tatsächlich die Regentschaft rein theoretisch gesehen übernehmen könnte. Aber ich glaube trotzdem, dass die Lösung mit Maurice und dem Lannister wahrscheinlich smarter ist. Ich meine, aus AP-Sicht ist es schwierig, weil auf welchen Regenten könnten sich alle einigen? Robert wird keinen Targaryen wollen. Manche Leute, die absurde Anschuldigungen schwingen, werden keine Lannisters wollen. Mace Tyrell, weiß ich jetzt nicht, ob er das Beste für das gesamte Reich wäre. Ich hätte noch Olenna Tyrell im Angebot, die Regentschaft übernimmt, wenn ich unterwegs bin als Mace Tyrell. Naja, realistischerweise müsste es halt irgendwie eine schwache Person sein, die jetzt keinen Schaden anrichtet. Darauf würden sich alle einigen, denke ich. Ja, bei Mace wird nicht so viel Schlimmes passieren. Ja, aber ich sieh's doch, dass Mace nicht gleichzeitig Vormund. Ja, stimmt, das ist das Problem. Ja, ich gebe zu, ich habe jetzt im AP tatsächlich gerade gedacht, das ist eine Funktion in der Region. Wir reden über beides. Ja. Das ist Mr. Tully? Oder wir können es doch einfach so handhaben. Ich meinte, lass doch diese Vormundschaft, ist doch egal. Mace Tyrell wird einfach die Hand. Mace Tyrell wird Regent. Eigentlich haben wir ja gerade über die Regentschaft geredet. Genau. Darauf haben wir uns geeinigt, genau. Das ist gut, ja, das ist die beste Lösung. Ich habe ihn ernannt. Er ist ernannter Regent von Königreich des Eisernen Throns. Das heißt, das muss jetzt automatisch passieren, wenn ich sterbe. Ja, wunderbar. Mace macht Mesteros zu einem lustigeren Ort, wird bei mir im Chat geschrieben. Ich schau mal, bessere Haarfarben auf jeden Fall, ja. Vielleicht kann ich auch. Ja, ich kann tatsächlich zumindest, also das wäre dann auch ein Vollständigkeitshalber, ich könnte Aegon Targaryen als Knappe trotzdem zu Lord Mace stellen. Das steht sich nicht im Weg. Dann hätten wir es so in-game gelöscht. Das kannst du ja auch noch machen dann, genau, wenn das geht. Ja. Knappe hat ja, glaube ich, auch hin und wieder die Chance, per Event Eigenschaften seines Herrn zu übernehmen. Das stimmt, ja. Tja. Ich habe überlebt. Das Mordkomplott ist schiefgegangen bei 95%. Dann nochmal von vorne. Oder ist es jetzt geringere Wahrscheinlichkeit? Was ich noch machen könnte als Idee, wäre, ich kann nach Sommerhall entkommen anklicken. Dann wäre der Charakter, glaube ich, auch weg. Nee, du verlierst nur Anspannung. Es sind so Events, wo du Anspannung verlierst, wo du mal Ruhe und Auszeit nimmst. Das würde leider den Charakter nicht erledigen. Wie ist die Chance, wenn du es nochmal machst, Ranger? Immer noch 95. Ja, okay, dann einfach nochmal. Das war jetzt echt Pech. Paradox-Wahrscheinlichkeit. Paradox, ja, 95%. Kritischer Moment. Das kommt Prozent. 2% Todeswahrscheinlichkeit bedeutet auch 200% Todeswahrscheinlichkeit. Hm. Also, ich bin absolut untröstlich. Der Trauerflor wird über die Lande hinwegfahren. Meine Mutter, Olenna Tyrell, ist gestorben. Oh nein. Ich spiele mich gar nicht. Dornenkönigin. Und mit ihr das Haus Tyrell in große Trauer gestürzt. Mein Beileid. Also es wurde debattiert, was mit Aegon passiert, aber nicht, was mit der Prinzessin passiert. Ne? Das ist ja nicht mein Problem. Sie kommen mit. Wenn sie das nicht im Blick haben, wa? The usual sexism, I guess, oder so. Also ich sag's ja nur so. Ich persönlich, wenn ich die Entscheidungsgewalt gehabt hätte, hätte auf jeden Fall das Verlöbnis zwischen Prinz Aegon und Prinzessin Rhaenys aufgebrochen, um
Macht über das Haus der Targaryen zu bekommen und hätte Prinzessin Rhaenys auf jeden Fall in einer der anderen Häuser reingeheiratet. Also, wenn ich jetzt gerade ein Lord wäre, hätte ich Prinzessin Rhaenys gefordert als... Mir wurde zugetragen, dass mein... Wurde für die Prinzessin schon eine Münze geworfen? Nee. Aegon. Die sechs sind seine Namen. Nee, für die noch. So dermaßen befremdlich. Das ist eine offene Rebellion, hier ein Jahr warten zu müssen, bis wir ihn krönen können. Sehr richtig. Aegon ist der rechtmäßige König. Das Blut der Targaryens und das Blut Dorns fließt durch seine Adern. Sie spucken auf alle Traditionen. Entschuldigung. Was schlagt ihr vor? Sollte sich herausstellen, dass sie tatsächlich versmähen, Aegon auf den Thron zu setzen, müssen wir dieses Pack mit Stumpf und Stier herausreißen. Entweder auf dem direkten Weg oder im Geheimen. Diese Häuser sind nicht vertrauenswürdig. Das ist klar, dass ihr das sagt. Ihr habt absolut recht. Sie ist ja auch mit Prinz Viserys Targaryen verheiratet. Seid ihr der Meinung? Ja, Lord Mace? Ich hätte noch einen verhältnismäßig schlauen Vorschlag. Aber ich werde ihn erstmal äußern. Normalerweise würde ich das ja von meiner Mutter machen, aber die ist ja jetzt von uns gegangen. Jedenfalls hatte ich vor einiger Weile eine Unterredung mit Lord Stark, der sich als sehr ehrenwert erwies. Und ich habe doch den Eindruck gehabt, dass auch er durch sein Ehrgefühl und die lange Tradition seines Hauses eigentlich an die Gebräuche der Länder und unserer Kultur gebunden ist. Also müsste er eigentlich auch dem rechtmäßigen König sein Knie beugen müssen. So sind es die Flusslande, das Grüne Tal und vor allem die Baratheons in den Sturmlanden, die dies verweigern. Ja. Werte Lords, ich schlage vor, dass wir Fakten schaffen, die aktuelle Zwischenlage beenden und eine Krönungszeremonie für König Aegon abhalten, um ihn formell zum König der sieben Königslande zu krönen. Sollen jene, die dem widersprechen, dort gegen formell Einspruch einlegen, so sind es Rebellen, wie unsere Freunde aus Dorne richtig festgestellt haben. Und wir werden alle Autorität, alles Recht, allen Brauch auf unserer Seite haben. Mit welchem Recht nehmen Sie sich heraus, Aegon ein Jahr die Königskrone zu verwahren? Es ist Zeit, dass Sie Farbe bekennen. Sind Sie bereit, den neuen König zu huldigen, oder verstecken Sie sich erneut in einer Rebellion gegen die Targaryens? Sie kriegen mich nicht getötet. Ich kann dir nur zustimmen, lieber Tywin Lannister. Der Apparatheon ist unfähig, mich Sollten getötet. Wir vielleicht Eisenbahn. Auch einmal mit dem jungen Aegon selbst sprechen? Sehen, aus welchem Holze er geschnitzt ist? Er ist jung, aber dies muss nicht heißen, dass er unfähig ist, zu verstehen, was um ihn herum passiert. Ich glaube, er ist alt genug. Er ist ein schlaues Büchchen. In der Tat. Werter Kutscher, nun? Bringt uns zum König. Ich würde gerne einmal out of character mitteilen, jawohl, dass der zweite Mordanschlag schiefgegangen ist und ich nichts anderes anklicken konnte, außer töte den Meuchelmörder. Die kriegen mich nicht tot. Das heißt, jetzt wird ein Spion nach dem anderen in Westeros sterben. Es ist ein bisschen absurd, ja. Ich meine, der ist eh schon nicht auf Abwehr geschalten, aber ich hole mal den schlechtesten Rinkespiel, den ich mir reinholen könnte. Ich kann Lord Robert nicht in den Rat reinholen. Schade, sonst hätte ich dem einfach meinen Meister der Flüsterer Ding gegeben. Ich würde Folgendes vorschlagen. Ist es nicht okay? Lass uns nicht einfach jetzt 10 Minuten Pause machen. Wir laden den Spielstand, also im Singleplayer, und ihr macht einen Konsolenbefehl, dass er tot ist, und das ist eine saubere Sache. Ist wahrscheinlich das Smarteste, weil sonst haben wir das Risiko, dass mein Charakter 16 wird, ohne dass ich mit ihm spielen kann. Und das verliert sich halt immer weiter. So, ich kann halt nichts tun gerade mehr. Ich müsste bei mir, wie es aussieht, den Rat komplett neu füllen. Was müsstest du neu machen? Ich muss meinen Rat komplett neu füllen als König Aegon. Und ich habe dort quasi einen Kastellan, den ich auswählen kann. Die Frage ist, als Kastellan würde ich dann jetzt, damit das Roleplay technisch passt, Lord Mace Tyrell dort reinpacken? Ja, ne? Ja, genau. Kastellan ist ja die Hand des Königs. Genau, ja, weil dann wurde ja, Tywin wurde ja abgesetzt. Genau. Ja, erwähnt es nur nochmal. Okay, ja, kann ich meine besonderen Fähigkeiten noch besser einsetzen. Ich kann ihn nicht auswählen. Du kannst nicht
stellvertretender Regent und Kastellan sein. Ich würde den Rat so wieder besetzen, wie er vorher war. Und wenn du dann gekrönt bist und erwachsen bist, dann besetzt du ihn nochmal neu. Das ist quasi der alte Rat bleibt bestehen, wie Räger von Räger. Und dann ja, ich versuche es so gut, wie ich kann, umzusetzen. Halt. Ja, alles gut. Wir haben uns hier versammelt, um ein grobes Unrecht wieder gerade zu rücken. Durch diplomatische Winkelzüge versagt. Ein neuer König sollte nach einem Jahr gewählt werden. Wir hier haben uns versammelt, um unsere Treue gegenüber den alten Bräuchen, den althergebrachten Sitten unserer Väter, unsere Loyalität gegenüber der Krone eindeutig festzustellen und Aegon den VI. Zu krönen, wie es ihm gebührt. Junger Aegon, wir stehen hinter dir, wir werden dich vor allen Verrätern beschützen, wie wir bereits an der Seite deines Vaters standen. Lang lebe König Aegon. Lang lebe König Aegon der VI. Lang lebe König Aegon. Danke, Tywin. Der VI. Danke, Tywin. Ich weiß, ihr wart meinem Vater ein treuer Freund. Sind wir dann hier durch? Die Tür knallt auf zum Thronsaal. Alles schaut sich um. Vorneweg humpelt der alte John Arryn in den Raum, begleitet von, ich denke, von Eddard Stark, Robert Baratheon und Tully. Jawohl. Haltet ein mit diesem Possenspiel. Wir, die Lords von Westeros, hatten verabredet, dass wir hier nicht vollendete Tatsachen schaffen, sondern den Mörder der Königin suchen. Ihr habt euch nicht daran gehalten, wir haben es getan und wir wissen nun, wer für diesen Mord verantwortlich ist. Wir haben eindeutige Beweise, dass Lord Tywin Lannister verantwortlich ist für den Mord an Elia Nymiros Martell. Und insofern haben sich die Verdachtsmomente bestätigt. Eine Unverschämtheit. Habt ihr nichts Besseres zu tun, als mit weiterem schäbigen Schmutz graben, das Recht, die Ordnung, den Frieden im Königreich weiterhin anzufechten? Eure gesamte Fraktion bestrebt seit Jahren nichts anderes, als die rechtmäßige Herrscherdynastie zu stürzen, zu unterwandern, ihr das Königsrecht zu verwehren. Und jetzt denkt ihr euch dieses Possenspiel aus. Eine Lächerlichkeit. Glaubt diesem verzweifelten alten Mann, der hier seine dritte Chance zu einer erfolgreichen Rebellion zu ergreifen versucht, kein Wort. Beig, du Lügner! Wir haben stichhaltige Beweise. Und die Lannister, wie wir wissen, können nichts anderes als nur lügen, lügen, lügen. Tywin, ist das wahr? Hast du meine Mutter getötet? Glaubt ihnen kein Wort, mein König. Meine Historie spricht für sich. Stets treu stand ich an der Seite des Hauses Lannister. Ich diente eurem Großvater, ich diente eurem Vater und ich gedenke, euch zu dienen. Lady Arianne, Sir Oberon, ich bereite euch jetzt hier die Beweise, ich lege sie euch vor. Ich ziehe mich mit den beiden so ein bisschen zurück und erkläre ihnen das alles im Detail. Und es müsste eigentlich sehr überzeugend sein für die Martells. Lord Mysterell, was Lannister, tun wir jetzt? Wie könnt ihr nur? Ihr seid schuld und habt meine Mutter getötet. Sie ist ein Mörder. Sie sind der wahre Schuft in dieser Runde. Wie könnt ihr unser Bündnis, unsere Eintracht gegenüber den Rebellen so schamlos ausnutzen? Und meine Mutter, meine Tante Elia Martell, ermorden lassen. Meine für Mutter. Die eigenen nachthungrigen Inspiration. Das ist ein Skandal. Das ist ein... Ich fasse es nicht. Ich fordere Gerechtigkeit im Namen der Götter. Lord Mace Tyrell, sollte ich jetzt was sagen?
Ja, jetzt ist es an der Zeit für ein Machtwort. Wie spreche ich denn mein Machtwort? Nehmt diesen Schuft gefangen! Ihr nehmt einfach das, was ihr für richtig haltet, und sprecht es aus vor den versammelten Lords von Westeros. Er ist der Mörder eurer Mutter. Und da sind wir uns sicher? Die Beweise sind stichhaltig. Sie sind unumgänglich. Es sind alles Lügen. Bedenkt daran, sie kommen von der Fraktion derjenigen, die bereits euren Vater auf dem Gewissen haben. Ihr habt meine Mutter getötet. Wie wagt ihr es, euch gegen mich zu richten und jetzt auch noch zu sprechen? Nehmt ihn gefangen. Es war Cersei! Es war Cersei! Meine Tochter ist schuld! Ruft er, während er weggezerrt wird. Die Goldröcke führen Tywin Lannister ab. Nein! So. In die Schlachten verliebt er mit ihm. Aegas Idee! Ich bin unschuldig! Ich war immer königstreu! Rhaegar ist tot. Durch meine Hand. Cersei, Rhaegar, jedem wird die Schuld gegeben, nur Tywin selbst will sie nicht für sich haben. Ich gebe den Martells recht, es muss Gerechtigkeit auch für diesen feigen Mord, der sogar noch Robert Baratheon in die Schuhe geschoben werden sollte, gebracht werden. Gerechtigkeit muss es geben. Mein Vater hat meinen Großvater an die Mauer geschickt. Und ich denke, es wäre angebracht, Lord Tywin Lannister auch an die Mauer zu schicken. Eine weise Wahl, hoher König. Ich stimme zu. Es wäre Gerechtigkeit Genüge getan. Wie sehen das die anderen Lords? Als Mann des Nordens kann ich nur sagen, dass die Nachtwache immer Männer braucht. Und ich glaube, es ist eine passende Strafe für einen Mann, der sein Leben lang im Reichtum gelebt hat, jetzt als Mann des Nordens, als Mann, der das Schwarz anlegt, nur mit dem Nötigsten ausgestattet, für unser ganzes Reich zu kämpfen und notfalls zu sterben, um uns alle zu verteidigen. Ich würde ihn hinrichten. Die einfachste Methode. Wenn die Martells damit einverstanden sind, dann bin ich es auch. Die Martells geben ihre Segen. Natürlich würden wir gerne Rache üben. Aber es ist nicht Gerechtigkeit. Wenn er an die Mauer geht, dann soll er diesen Weg gehen können und so dem ganzen Volke Westeros dienen für seine Missetat. Ich glaube, das Schwarz anzulegen ist eventuell sogar die größere Strafe für Lord Tywin, als zu sterben. Denn von der Mauer herab, ohne noch einen Einfluss auf Westeros zu haben, muss er sehen, was mit dem Haus Lannister in Zukunft passiert und mit Westeros. Lord Jon Arryn, ihr habt Gerechtigkeit und Wahrheit nach Königsmund gebracht. Ich möchte euch darum bitten, Lord Tywin Lannister mit euren Männern an den Wall zu begleiten, um sicherzugehen, dass er auch an der Mauer ankommt. Sehr wohl. Meine Ritter und ich werden ihn begleiten zur Mauer. Ein Septon tritt aus der Ecke. Die hohen Lordschaften, ich möchte kurz einmal eine Sache in den Raum werfen, die im Angesicht dieser neuen Erkenntnisse sicherlich nicht unwichtig ist. Wie es Lord Tully bei unserer letzten Versammlung ja schon angesprochen hat, gab es ein Verhältnis zwischen dem Vater Ihrer Majestät und der Tochter von Tywin Lannister, die ja jetzt wahrscheinlich in den Westlanden eine wichtige Rolle spielen wird. Nichtsdestotrotz, was soll denn nun mit den Kindern entstehen, die aus ihren Lenden entstanden sind, in unrechtmäßigem Sinne, da sie ja nicht mit König Rhaegar verheiratet war. Die Kinder können nicht verantwortlich gemacht werden für die Schandtaten ihrer Väter und Mütter. Weise Worte. Ich schlage vor, dass wir die Kinder in die Obhut von einer vertrauensvollen Familie bringen, die dafür sorgt, dass sie sicher und wohlbehalten aufwachsen dürfen. Nun, das Haus Tyrell würde sich ein weiteres Mal anbieten. Rosengarten ist schon immer ein sicherer Ort für ein wohlbehütetes Aufwachsen. Einzige Nebenwirkung könnte die Haarfarbe sein. Um für weiteren Frieden zu sorgen, schlage ich allerdings vor, dass die verbliebenen Kinder, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind es zwei, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege, dass die vielleicht aber auch aufgeteilt werden als friedenstiftendes Mittel für Westeros. Ein guter Vorschlag.
Ihr wollt die Kinder zerteilen? Ist das nicht etwas barbarisch? Tyrell, seid ruhig. Nun, das Motto meines Hauses hat das Wort Familie und die Instanz Familie an erster Stelle. Doch wir dürfen nicht vergessen, welches Haus dahinter steckt. Und wir müssen uns vorsehen, dass nicht dieselben Probleme eines Tages wiederkommen. Und das heißt ja auch nicht, dass die beiden voneinander ständig getrennt sein müssen. Die viel wichtigere Frage, die ich jetzt im Sinne der Kirche aber noch sehe, ist, ob Milord König sie denn jetzt als ihre Verwandten anerkennen wollen oder nicht. Nun, das ist eine Frage, weil hier von König die Rede ist, die so noch nicht einfach geklärt werden kann. Wer hier König ist, ist nicht entschieden. Die Lords haben besprochen, dass die Schuldfrage am Tod erstmal geklärt werden soll und wir dann die Königsfrage klären. Und wie die Targaryens mit ihren und die Lannisters mit ihren Blutsverwandten umgehen, das sollte Sache der beiden Häuser sein. Aber mit der Königsfrage hat das erst einmal nichts zu tun. Aber ist denn nicht mein Vater der rechtmäßige König, der getötet worden für einen Mord an meiner Mutter, den er nicht begangen hat? Und ist es nicht eine Ungerechtigkeit, die dadurch entstanden wurde, wenn auch durch die Götter, wer auch immer sie fehlgeleitet hat, fehlgeleitet? Das sind gut formulierte Worte, werter Aegon. Genau diese Fragen müssen in Ruhe abgewogen werden im Rat der Lords. Und natürlich seid ihr gemeinsam mit Maesterel auch Teil dieses Rats. Fürwahr. Jemand nicht seinen treuesten Königshausmenschen hier wegschicken soll, ne? Jetzt lasst die Rebellen entscheiden. Sehr gut. Ich würde vorschlagen, dass wir einfach weiterlaufen lassen. Lord John Arryn wird mit 76 Jahren die sehr beschwerliche Reise an die Mauer antreten. Und wenn er wieder da ist, können wir ja vielleicht die Königsfrage klären. Ja, vielleicht erledigen sich dadurch auch zwei Probleme. Ein guter Vorschlag, John Arryn. Ich muss meinem König schon wieder eigentlich Props geben. Gute Wahl. Ich werde euch in den Norden begleiten und ebenfalls mit zur Mauer gehen. Also Tywin zurück in die Flüsse. Ich will dann nochmal ein bisschen grummeln, während er rausgeführt wird. Ihr werdet dies alles noch bereuen. Ich war der Einzige, der sich dem Chaos und dem Wahnsinn über drei Generationen entgegenstellte. Nun, König Aegon, viel Spaß mit euren rebellisch gesinnten Lords, die dann in einem Jahr vielleicht mal entscheiden werden, ob ihr ein Recht habt. Ihr seid brennen da oben an der Mauer. Schweigt, ihr habt meine Mutter getötet. Wie könnt ihr es wagen, hier noch zu sprechen? Schafft ihn weg. Schnell ihn die Zunge heraus. Tja. Und dann treffen wir uns einem Jahr hier wieder. Lord Mysterell, auf ein Wort? Jawohl. Vielleicht in einen anderen Raum, dann. Jawohl, oh werter König. Lord Mysterell, wo der Lannister-Mörder weg ist, der Königinnenmörder. Wer wird denn jetzt der Kastellan? Wen soll ich denn jetzt als rechte Hand ernennen? Nun, da gibt es natürlich sehr viele Möglichkeiten. Ich würde an der Stelle den nächstgetreuen Unterstützer eures Vaters wählen und gen Dorne schauen. Aber Arianna, sie ist gerade Meisterin des Rechts, also sollte sie dann die rechte Hand werden? So ist es. Ich würde da eine kleine Umbenennung vollziehen. Denn die rechte Hand ist ja dann doch nach mir als Regenten der wichtigste Posten im Land. Ja. Machen wir das jetzt? Das würde ich auf jeden Fall jetzt machen, ja. Und Kutscher? Ich würde vielleicht auch einen Kutscher ausschicken nach Dorne. Kutscher, man bringe mir Arianna. Oh nein, mich erreicht gerade die Nachricht, dass meine Frau gestorben ist. Die Pechsträhne geht weiter. Erst die Mutter, dann die Frau. Was als nächstes? Zum Glück habe ich noch Wein. Es tut mir leid. Welch ein trauriges Ereignis. Ich kann das Leid von toter Familie gut nachempfinden. Ja, das ist leider in Westeros nichts Unübliches. Naja, vielleicht wird es doch einmal Zeit, um die Hand anzuhalten bei Cersei Lannister. Man kann es ja mal versuchen.
Das sei. Also sie schaut immer so schön aus, wenn sie gerade niemanden umbringt. Moment. Kutscher! Oh, wer ist der Kutscher? Sie haben gerufen, mein Herr. So sei es, könnten wir eine Nachricht nach Dorne schicken. Wir würden gerne das Haus Dorne einladen auf eine Unterredung. Lady Ariane, möge sich doch bitte zu uns gesellen. Wir werden unseren schnellsten Boten schicken. Ich kann nicht glauben, dass Tywin Lannister meine Mutter getötet hat. Ich bin anwesend. Ariane, also Lord Maes Tyrell, Regent der Sieben Königslande und guter Freund meines Vaters und Hauses und ich sind zu der Erkenntnis gekommen, dass es keine bessere Person geben würde, die helft mir, Lord Maes Tyrell, Händin. Ja, nun, wir haben gemeinsam in seiner unendlichen Weisheit der zukünftige König über Westeros selbstverständlich auch ganz selbst entschieden, dass ihr, Lady Ariane, die rechte Hand des Königs werden soll. Denn das Haus Dorne ist in unerschütterlicher Loyalität seit vielen Jahren an der Seite der königlichen Fraktion und sollte dies auch in Zukunft sein. Verzeiht, ich werde mich nun kurz zurückziehen. Der Verlust über meine verlorene Mutter und Frau setzt mir stark zu. Ich darf verkünden, erstmal, ich fühle mich geehrt und ich nehme diese Herausforderung natürlich an, Ihnen sicher dienen zu können, mein Prinz und König. Ich darf auch verkünden, ich habe eine Tochter geboren, Nymeria habe ich sie genannt. Das heißt, auch die dornische Linie, die Linie Martells in Dorne ist gesichert. Dorne wird fest und sicher an eurer Seite stehen. Ich habe wie eine Cousine. Ja. Sie ist gewiss wunderschön und ein Ebenbild sie ist von dornischer und targarischer Schönheit. Ja, sie hat das halbe Blut eures Onkels in sich. Das heißt, eine dornisch-targarische Prinzessin. Ich muss ganz kurz out of character sagen, Steinwein spielt jetzt einen Vierjährigen. Yes! Wabbel, 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 wabbel. OOC gesagt. Perfekter Move. Wir schicken zwei Probleme an die Mauer. Keins kommt zurück. Das ist so gut. Ich habe extra noch geguckt. Mein Charakter ist schlau. Ich tue ihn. Ariane, ich habe jetzt keinen Ratskanzler mehr. Wen hält ihr denn? Wen würdet ihr mir denn empfehlen? Lasst mich schauen. Tyrion Lannister, ist der schon im Rat eingesetzt worden? Ein Lannister! Ich weiß, wir müssen über die Verfehlungen des Vaters dürfen wir nicht hinwegsehen. Aber die Westlande sind in den schwelenden Konflikten, die vielleicht auf unser Haus zukommen, dringend notwendig, dass sie auf unserer Seite kämpfen. Ich weiß, der Vater tötete meine Tante, eure Mutter. Aber die Lannister sind mächtig, wir dürfen uns das nicht verkennen. Und wir dürfen den Sohn nicht an den Missedaten seines Vaters messen, ähnlich wie wir euren Vater nicht an den Missedaten eures Urgroßvaters messen durften. Er spricht weise Worte. Kutscher, so ruft bitte nach den Lannisters. Wir eilen. Ich kann nicht glauben, dass der alte Lannister meine Mutter getötet hat. Es ist ein Verrat sondergleichens. Eine zwiespältige Zunge wie eine Sandschlange. Wie eine Wipper. In der Tat. OOC gesprochen, einmal alle Bits, Maurice. So kurz out of Character. Maurice hat ein Problem. Wir würden jetzt mal kurz alles sammeln. Er müsste auch deswegen pausiert haben. Jawohl. Ja, habe ich schon Bescheid gegeben. Es wurden gerufen, die Lords kommen. Oh, der hat ziemlich viel Krieg in seinem Gebiet. Ja. Was ist denn da los? Oh, es sind 27.000. Ich bin zu hässlich. Ja, aber... Als Zwerg und als hässlich hast du ja minus 40 Meinung bei all deinen Lord. Ich würde sagen, das lassen wir Maurice jetzt im RP erklären. Oh, was ist denn da bei euch los? Lord Tywin. Tyrion. Tyrion. Bitte, erklären Sie sich. Werte Lords von Westeros, ihr spracht recht über meinen Vater, der jahrelang das Land geißelte mit seinen Launen, seiner Ambition
und auch, ich will es nicht verheimlichen, nicht der beste Vater war. Nun habt ihr ihn abgesetzt, wie es sich geziemt, wie es recht ist für das Land. Doch seine Vasallen, schäbig, opportunistisch, machtgierig, sind ihm immer noch verbunden. Immer noch tragen sie sein aufrührerisch Gedankengut in sich. Immer noch wollen sie nicht akzeptieren, was ihr rechtschaffen entschieden habt. Sie begehren auf und wollen schließlich Tywin Lannister von der Mauer zurückholen, um das Haus Lannister zu dem zurückzuführen, was sie als die alte Glorie bezeichnen. Aber was wir alle wissen, was nichts als Dissidententum und Verbrechen waren. Ich ersuche euch, gute Lords, diesem Treiben ein Ende zu bereiten und diese Vasallen auf den Platz zu verweisen, der ihnen gebührt. Denn nie im Leben könnt ihr wollen, dass Tywin-treue Halunken wieder in den Westerlanden an die Macht kommen. Lord Tyrion, die Starks werden euch in dieser Angelegenheit unterstützen. Ihr habt gut und wohl gesprochen und so wie es scheint, für mich wenigstens, seid ihr ein weitaus besserer Mann, als euer Vater es je war. Zumindest ich danke euch, Lord Stark. Wie können wir euch helfen, Lord Tyrion? Nun, die Truppen stehen bereits vor meiner Hauptstadt. Ich denke, ein Machtwort des Königs würde sie am ehesten zum Einlenken bewegen. Ansonsten müsste es mit Blut gelöst werden. Könnte aber knapp werden, zeitlich. Fürwahr. Lord Tyrion, wir Starks könnten euch wenigstens anbieten, tatsächlich über eine Allianz zu sprechen, um Truppen zu senden, um den Westen zu befrieden, über den Seeweg, um möglichst schnell dort zu sein. Der König schaut ratlos zwischen dem Regenten und der neuen rechten Hand hin und her. Wir Dornischen sehen keinen Sinn darin, unsere Truppen für die Lannister aufzubieten. Sollte die Rebellion gewinnen, wird der jüngste Bruder von Tywin Lannister an die Macht kommen. Also, welcher Lannister jetzt hier die Geschäfte führt, ist uns Dornischen, verlaub gesagt, vollkommen egal. Also, für die Stabilität des Reiches finde ich es schon wichtig, dass niedere Vasallen, die unter uns werten Lords von Westeros stehen, nicht nur in kleinsten Anteilen in irgendeiner Art und Weise in eine Machtposition kommen, denn sie stehen unter uns, das möchte ich noch einmal betonen. Und selbst wenn sie nur kurzfristig die Kontrolle über die Westlande übernehmen, um Herrn Tywin Lannister wiederzuholen, wäre es unter unserer Würde, solch eine Zwischenherrschaft zuzulassen. Ich würde da also für entschiedenes Vorgehen sein. Ihr sollt euch doch eine Meinung sein. Was soll ich denn jetzt sagen? Mein König, ihr müsst ein Machtwort sprechen. Ich werde mich diesem fügen. So ist es, so ist es. Ich vertraue auf eure Großzügigkeit. Ihr habt die unendliche Weisheit von den Göttern gegeben. Wir haben doch noch gar keinen König. Ach, egal. Wenn ich an die Dornischen appellieren kann, so ist mir sehr bewusst, dass das Haus Lannister euch viel Unrecht getan hat. Doch kann ich euch versichern, unter dem Bruder meines Vaters, der ja dafür verantwortlich war, ist das Haus sicher viel schlechter geführt als unter mir, der, lasst es mich im Vertrauen sagen, von unter meinem Vater nicht minder gelitten hat als ganz Westeros und der in nichts mehr bestrebt ist, anders zu sein, als er es war. Geryon Lannister wird nur Tywin der Zweite sein. Lords and Ladies, hier spricht Lisa Arryn. Mein Mann Jon hat vor kurzem das Zeitliche gesegnet, auf dem Weg an die Mauer. Und nun bin ich die Vertreterin, nun bin ich die Regentin von Hohenair, Vertreterin des Wächters des Ostens. Ich möchte daran erinnern, dass mein Mann dafür gesorgt hat, dass hier die Wahrheit ans Licht kommt und dass sich die Lords geeinigt haben, ein Jahr später zusammenzukommen, um einen König zu wählen und zu krönen. Dieses Jahr ist vergangen. Insofern sollte diese Frage nicht ohne den neuen König geklärt werden. Vorher wird kein Ritter des Grünen Tals irgendwohin hier reiten. OC gesprochen, ich kann leider nicht in den Konflikt eingreifen.
Also es muss ja auch nicht. Also wenn, wie gesagt, der König kann ja, glaube ich, einfach sagen, Rebellen, haltet die Klappe, ne, wenn ich da ein Gesuch stelle. Genau. Das wäre ja die erste Frage, die Pia jetzt entscheiden könnte, ob sie das macht. Wenn nicht, muss tatsächlich entschieden werden, ob irgendwer tatsächlich Ritter für den Zwerg entsendet. Also ich könnte das machen, weil ich noch über irgendwelche Bande von vor, weiß nicht, wann wir das geschlossen haben, ein Bündnis habe mit den Lannisters, aber... Ja, mein König, sprecht euer Machtwort, schafft Ordnung in den Westlanden. Lasst Tyrion sich beweisen als Herr des Westens. Also soll ein Lannister, dessen Familie die Mutter umgebracht hat, weiter unterstützt werden von demjenigen Sohn? Also das wir ist dürfen nicht den Vater, wir dürfen nicht den Sohn für die Dachte. Oh, mir fällt gerade übrigens auf, halt, ich kann tatsächlich kein Bittgesuch an den Lehnsherren stellen, weil König Aegon ein Kind ist. Nein! Kannst du kann ich dann irgendwie an irgendwen anders stellen? An den Regenten? Ich glaube aber, Aegon müsste trotzdem die Vasallen auffordern können, den Krieg zu beenden. Wie denn? Du müsstest auf den rebellierenden Anführer, glaube ich, gehen. Hab ich schon und dann. Probiert. Also da kann ich nur, ich kann ihn einen Knappen anbieten und ich kann ihn zum kleinen Rat einladen. Ich kann auch versuchen, ihn zu ermorden. Aber ich kann es leider nicht. Wobei Forderungen... Aber Valazarus, das geht nicht. Also du kannst nur jetzt in dem Fall Tyrion dazu auffordern, zu kapitulieren, aber nicht die Rebellen. Der nun, Lord Tyrion. Sich stellen können. Also ich glaube tatsächlich dann, also militärisch, das ist natürlich sehr nobel, aber es wird tatsächlich literally nicht gehen, weil die haben schon 52% so in 3 Minuten bekommen und belagern gerade Casterly Rock. Also das sind es schon die Stein 4 Jahre lang halten würde. Ach so, und ja dann. Deswegen wollte ich sagen, Lord Tyrion, ich als Eddard Stark aus dem Norden habe noch mehrere Kinder, die nicht verheiratet sind. Ich sehe in euch jemanden, der, anders als die Graufreuz das scheinbar sehen, ganz und gar nicht wie euer Vater ist. Ich könnte euch anbieten, meinen jüngsten Sohn mit eurer Tochter zu verheiraten und Truppen des Nordens zu entsenden, um Casterly Stein vor diesen unlauteren Rebellen zu retten, sodass es dort wieder Ordnung und Gerechtigkeit gibt. Und danach sollten wir die Frage des Königs über Westeros klären. So sei es! Aus Tully und die Flusslande vermelden an dieser Stelle, sich in diesen Konflikt nicht einzumischen. Denn wie vorhin bereits angemerkt wurde, die Frage nach dem rechtmäßigen König ist nach wie vor nicht geklärt. Und die Flusslande hat in den letzten Jahren sehr viel opfern müssen und ist dementsprechend nicht dazu imstande einzugreifen. Und erst recht nicht gewillt, Konflikte und Auseinandersetzungen in die Flusslande zu tragen. Ich schließe mich der Aussage von Haus Tully an. Ich werde keine Kriege führen, die mir irgendein fiktiver König auferlegt. Solange die Frage nicht geklärt ist, werden die Sturmlande genau dort bleiben, wo sie sind. Mit allen Zugehörigen aufgeboten. Miss Tyrell, sollten wir darauf nicht... Also Haus Tyrell wäre durchaus dazu bereit, seine gesamte, riesengroße und auch nach wie vor bestaussehende Armee zu schicken. Würde im gleichen Zuge aber ich, Mace Tyrell, um die Hand von Cersei Lannister anhalten, jetzt wo ich keine Frau mehr habe. Denn sie war schon immer die schönste und klügste im ganzen Land. Nur zu gern schiebe ich meine Schwester, gebe sie euch zur gut angetrauten Braut. Wie wunderbar. Nun... Wohlan werde ich meine gesamte militärische Streitmacht mobilisieren, um euch zu Hilfe zu kommen. Lord Tyrion, ich würde euch ebenfalls das Verlöbnis, wie besprochen, übersenden. Es gibt nur noch eine Frage zu klären, die der matrilinearen oder nicht mit matrilinearen Heirat. Natürlich nicht. Natürlich bleiben wir den alten Bräuchen treu. Und ihr seid es ja, die hier mir Unterstützung leisten. Lord Mace, ihr seid sehr schnell mit diesem ominösen Wein, der den Menschen die Haare färbt. Wirklich sehr schnell. Wir haben soeben das Verlöbnis zelebriert und vollzogen. Fantastisch. Es wirkt sofort. Es wirkt sofort. Werte Lords und Ladies, die hier noch versammelt sind, ich schlage vor, dass der Konflikt im Westen noch beendet wird und sobald dies der Fall ist, sich alle in Königsmund treffen, um über die Zukunft von Westeros zu entscheiden und zu sprechen. Lass uns das schnell hinter uns bringen. Es ermüdet mich.
Ich bin euch dankbar, werte Lord, dass ihr bereit seid, über die Verbrechen meines Vaters hinwegzusehen. Für die Liebe bin ich bereit, über alles hinwegzusehen. Aber ich finde es halt so geil, wie hart dieses Spiel dabei ist, aber wie es ja wirklich so ist. Die rebellieren wirklich nur, weil ich ein hässlicher Zwerg bin. Das ist halt so hart. Aber es war ja wirklich so. Es ist wahrscheinlich genau, was passiert wäre, wenn Tyrion wirklich geerbt hätte. Wo sind denn die Truppen der Lannister aktuell? 15 Jahre alt. Wie sollten sich die Problematiken mit dem Einfluss von Lord Miss Tyrell verlieren? Ich habe eine Münze geworfen. Das bedeutet, ich muss als einen irren Targaryen spielen. Das heißt, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass ich jetzt durchdrehe. Ich habe Armee aufgebaut. Und ich bin bereit, jetzt auszurasten und das nächste Feindbild zu bauen. Ich glaube, ich werde nicht aufhören, auszurasten, bis die letzte Targaryen gestorben ist. Aber welches irre. Also sie ist auf jeden Fall ein Süßi. Sie ist unproblematisch. Wir sind nicht unproblematisch. Wir müssen Feuer speien. Aber drehen sie nicht schrittweise durch? Ja. Sie drehen schrittweise durch. Ich meine, wir hatten den ersten Moment mit dem Feuer an der Mauer und der Lannister-Ding hatten wir schon. Ich habe ein bisschen Sorge vor der Graufreud-Armee im Norden. Ja, ja, die sind nur am Plündern interessiert. Die werden sich nicht, in echte Kriegsverhältnisse einmischen. Da können sie ja nicht profitieren. Dann weiß er. Wir sollten auf jeden Fall zusammenziehen, denn die Schlacht, die startet zugleich. Greifen sie schon euch an? Ja, wir haben... Vielleicht in den Bergen. Bleibt in den Bergen stehen. Die Berge sind perfekt für uns. Ich ziehe meine Armeen dazu. Ah, jetzt wollen sie vorbeimarschieren. Das sind 30.000 Truppen, wir müssen aufpassen. Ich hoffe übrigens, Lord Tyrion, dass diese Unterstützung und unsere neuen Bande zwischen unseren Kindern eine gute Zukunft unserer Familien langfristig und auch für Westeros mit sich bringen werden. Lord Eddard, ich werde dies nicht vergessen. Sagt mir, habt ihr schon darüber nachgedacht, welche Position ihr bei der Bestimmung des Königs einzunehmen gedenkt? Wir sollten jetzt eventuell die Gelegenheit ergreifen. Bübar, lass uns dieses Gespräch in Kürze fortsetzen. Ich werde mich jetzt erst auf diesen Kampf konzentrieren, dass ihr mich nicht zu früh lobt. Wir wollen doch diesen Kampf noch gewinnen. Genau, wir sollten dort jetzt angreifen. Aber es wird knapp, oh mein Gott, die knappeste Schlacht, die wir hier je hatten. Alter Schwede! Kämpft Männer des Nordens! Wir schaffen es! Die Lannister! Mit Lannister! Ein weiteres Mal siegreich! Zusammengeschmiedet im Krieg! Kann nicht besiegt werden. Ja, und das hat uns sehr viel Kriegsstand gebracht. Eine legendäre Schlacht! Was war das für eine Schlacht? Oh, jetzt können wir... Eine sehr verlustreiche Schlacht, möchten wir anmerken. Ja. Oh! Egon fordert mich auf, die Regentschaft fallen zu lassen. Ich bin... 16 Jahre alt. Natürlich fordere ich euch auf, die Regentschaft zu entlassen. Nun, wir hoffen, dass dieser Konflikt hier bald zu Ende ist, dass diese Details baldigst in Königsmund geklärt werden können. Nein, ich finde das eigentlich ganz schön, eine weitere Verantwortung losgeworden zu sein, obgleich sie mir große Freude bereitet hat. Kutscher, bringt mich bitte in den Thronsaal. Natürlich. Seht an, was aus uns geworden ist. Ihr seid in meinem Thronsaal. Oh, deswegen ist es so groß hier und der eiserne Thronsitz steht da vorne. Ah. Ich habe mich doch gewundert. Ihr müsst entschuldigen, Herr Tully war vielleicht ein wenig trunken. Ihr solltet Personal hier durchschicken. Ach, das ist halb so wild, Robert Baratheon. Das ist halb so wild. Der Raum ist doch groß. Die Hallen sind düster und dunkel. Ihr solltet nur darauf achten, wer hier wo wie laut spricht. Sonst könnte das noch... Konsequenzen für andere Menschen haben, die mithören. Wie ihr wisst, in Königsmund hört jeder jeden sprechen. Nun, ich glaube, die Gespräche, die wir hier geführt haben, sollten vor allem Personen wie Kleinfinger sehr bereichernd entgegenkommen. Kleinfinger, der Name sagt mir etwas. Wer ist Kleinfinger? Ein unbedeutender Graf im Grüntal. Man nennt ihn zumindest so. Lord Petir. Werte Lords des Nordens. Ich möchte an dieser Stelle einmal verkünden, dass meine geliebte Ehefrau und derzeitig ernannte Königin schwanger ist und wohl ein Targaryen geboren werden wird.
was mir möglich ist, die Linie weiterzuführen. Nun haben wir immer noch keine Lösung gefunden über das Reich der Sieben Königslande. Was gedenken die Lords zu tun? Ist der Konflikt in den Westlanden unter Kontrolle? Ich weiß nicht, ob der Lannister irgendetwas unter Kontrolle hat. Er ist ein Zwerg, ein Gnom, also die darf man nicht unterschätzen. Man darf die alle nicht unterschätzen und trotzdem sind sie Idioten. Weil ich mir dieses Chaos nicht mehr ansehen wollte. Es wirkt ein bisschen so, als wäre Eddard Stark der Einzige, der in seinem Leben schon mal eine Armee geführt hat. Ein wahrer Wolf des Nordens. Ich glaube tatsächlich, dass Eddard der Einzige ist, der jemals eine Armee geführt hat. Meister Rell ist dafür bekannt, seine Logistik in den Griff zu haben, aber eine Armee hat er, glaube ich. Ja, und auch keinen Wein. Den hat er auch nicht im Griff. Er hatte auf jeden Fall die Weitsicht, mir meine Regentschaft zu überlassen und mich nicht weiter mit seinen betrunkenen Geschichten zu langweilen. Es freut mich, dass eure Haare auch nicht diese interessante Farbe angenommen hat. Nur ein Narr würde so viel Wein trinken und seinen Verstand vernebeln. Und wohl war ein Narr seid ihr nicht, mein König. Nun, wie ist das mit den Lords? Wollen sie keine Entscheidungen treffen, während die Trunkenbolde sich im Schlamm prügeln? Meine Entscheidung ist schon nichts getroffen, mein König. Nun, ich denke, es ist allen bekannt, was mein persönliches Empfinden gegenüber den Lannister angeht. Und trotzdem muss ich anmerken, dass mein Bruder im Geiste, Eddard Stark, mein Schwager, nun ja auch auf der Seite der Lannister derzeit im Konflikt steht gegenüber den aufmüpfigen Adeligen in den Westlanden. Und so fällt es mir, und ich muss gestehen, es ist mir nicht leicht, dies anzumerken, es ist mir deswegen an dieser Stelle nicht möglich, ohne Eddards Abwesenheit eine Entscheidung zu treffen. Ich hoffe jedoch, dass wir bald dazu in der Lage sind, die Zukunft von Westeros zu gestalten. Mal ganz kurz, no. OOC, ich habe gerade ein ganz anderes Problem. Yep. Rebellion, Schwarzfeuer-Rebellion. Wir alle sehen sich. Ach echt? Habe ich es nicht vorhergesagt? Oha. Das Reich verfällt in ein... Werte Lords und Ladies, ich werde mich nun den wichtigen Aufgaben und Pflichten eines Königs würdig entgegensetzen. Und ich habe schon gehört, dass Eddard Stark, mein Meister, hat es erzählt, wohl ein sehr sympathischer Mann ist, der sich oft auch um die Angelegenheiten von anderen kümmert, auch dann, wenn er selbst daraus keinen Vorteil zieht. Ich hoffe, er stolpert nicht, wenn er den Lannisters zu nahe kommt. Diesen Schlangen kann man nicht trauen. Da spricht ein Targaryen. Mein König, ziehen wir uns zurück. Wir haben einen Konflikt auszutragen. Die Schwarzfeuer-Rebellion darf man nicht unterschätzen. Und natürlich ist die in den Sturmlanden entstanden. Solange die Königsfrage nicht geklärt ist, werden die Ritter des Grüntals im Grüntal bleiben. Ich wiederhole mich. Sollen doch die Targaryens ihre Kriege kämpfen. Die Targaryens kämpfen ihre Kriege. Und dennoch ist es in dem Gebiet von Robert Baratheon, wo hier die Rebellion startet. Ich frage mich, wessen Rebellion das ist, die hier gestartet ist. Ich bleibe in den Sturmlanden in Sturmkap und verharre dort der Dinge, bis wir eine Entscheidung getroffen haben. Ohne Eddard treffe ich keine Entscheidung. So soll es sein. Werdet ihr mich begleiten, o wahrer Freund aus Dorne? Na sicher, mein König. Die Dornischen sind auch schon dabei, die Rebellen zu bekämpfen. Mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz Pause drücken. Ich habe nämlich als Befehlshaber den Robert Baratheon in meiner Armee. Moment. Lasst mich frei! Hilfe! Ich möchte nicht in diese Schlacht ziehen! Robert, du hast auch die Entscheidung, ablehnen, Hauptmann oder Befehlshaber zu werden. Könntest du das einmal machen, damit du nicht jedes Mal automatisch in meiner Armee bist? Wo mache ich das? Bei Entscheidung. Ah. Ich ziehe dich halt jedes Mal ein, wenn ich meine Armee ausgebe. Ich habe abgelehnt. Sehr gut. Dann würde ich wieder starten. Okay, spielmechanisch ist es wohl so, dass man halt die in der Schlacht besiegen soll, schreibt mein Chat. Und nicht in der Belagerung. Richtig. Wobei die Armee ja doch recht überschaubar ist. Ja, noch. Es kann natürlich noch sein, dass sie noch Unterstützung bekommen. Die Dornischen werden sich diesem Kampf anschließen. Die Flusslande macht das, was die Flusslande am liebsten tun. Warten und beobachten. So kann man nichts tun auch beschreiben. Nun, das ist eine Frage der Perspektive. Es ist nicht unser Krieg, der hier vom Zaun gebrochen wurde. Meine Königin hat mich zurückgewiesen.
Sie liebt mich nicht. Das ist ziemlich bitter, wenn ich das einmal so sagen darf. Was gibt es denn noch für schöne Frauen, die ich hier verführen könnte? Gibt es welche in den Sturmlanden, wo ich gerade unterwegs bin? Nee, gar niemand. Nur die, den Bastard. Das heißt, spielmechanisch muss man jetzt auf die nächsten Armeen. Baratheon. Ja. Cersei, oh mein Gott. Wird die nächste Armee nochmal ein bisschen stärker, oder? Das heißt, was ist das jetzt? Das weiß ich. Lasst euch überraschen. Die ist halt noch nicht erwachsen. Gibt es da oben wen? Wir Dornischen ziehen uns erstmal zurück, um die Finanzmittel zu schonen. Ich würde es meinem König ebenfalls raten. Lord Haster, dass ihr euch noch in den Kampf begeben habt, ist aber wirklich in eurem Alter. Meine Güte, die Rebellion in Westlanden zieht sich ja auch. Ich glaube, Lord Haster ist ohnmächtig geworden vor lauter Freude. Oster. Ohnmächtig? Arrogant, lüstern, irre. Nun, ihr seid ja in den Kampf gezogen in eurem Alter. Arrogant, das ist lüstern, irre. Interessant. Nein. Das sind nur Vorsichtsmaßnahmen. Wir sind nach wie vor in den Flusslanden. Eure Armee, ja, aber ich glaube, ihr seid mitgezogen gegen die Rebellion. Kann das sein? Nein. Okay, ich wollte nur... Der Echo spricht aus euch. Geht doch zurück nach Dorne. Warum seid ihr überhaupt hier? Weil ich die Hand des Königs bin, Robert der Rebell. Die Hand des temporär Regierenden. Die Hand des einzig wahren Drachen. Dass ein Stark und ein Lannister an derselben Seite kämpft, das geht mir noch immer nicht ein. Ich glaube, Eddard wird wissen, was er tut. Ich vertraue ihm. Wenn Robert ihm vertraut, dein Freund, der den Lannisters hilft. Robert, wie viel war in dem letzten Getränk drin? Roderick, es geht nicht immer nur darum, zu plündern und zu morden. Okay, zu morden schon, aber plündern nicht. Plündern nicht, aber nebenbei. Deine Tochter, meine Frau. Ja, was soll ich sagen, das alte Schrabrackending da. Ich bitte um eine Audienz bei den Arryns. Ich hätte noch Platz an meiner Seite, an meinem Thron. Meine Schwester scheint es bei euch zu gefallen. Vielleicht gefällt es deiner Tochter, die du angenommen hast, auch in den Eiseninseln. Von mir aus, ich stimme zu. Lady Lysa Tully, habt ihr ein Wort? So wie ich gehört habe, ist sie gerade im Gespräch mit den Martells. Aber sie ist doch hier. Ach, Tully ist hier. Lysa Tully? Lysa Tully ist doch hier, oder? Nee, Lysa Tully ist Steinwein. Oh mein Gott, das ist anders eingeboren. Werter Robert Baratheon, Eddard Stark wünscht ein Gespräch unter vier Augen. Nun denn, dann bringt mich dorthin. Also, wir brauchen jetzt einen Plan. Wir wollen auf jeden Fall irre sein und bleiben. Und wir wollen auf jeden Fall starke Bündnispartner, damit wir König bleiben. Was bedeutet, ich kann ihn auf jeden Fall nochmal umstylen, das ist eine gute Idee. Crazy Dude ein bisschen besser funktioniert. Das sieht schön arrogant aus, oder? Der lange verflochtene Zopf passt gut zu den Targaryens. Und ich habe halt eine Tochter, die ich jetzt wohin geben könnte, theoretisch gesehen. Und wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Bündnis. Nee, Bart sollten wir noch keinen nehmen. Damit sehen wir zu alt aus im Verhältnis. Ich möchte halt so irre wie möglich agieren können. Und deswegen brauche ich so gute Bündnisse wie möglich. Oh Gott, Baristan wurde verwundet und wird wahrscheinlich sterben. Scheiße, ey. Prinzessin Bela Targaryen könnte... Du könntest den Geist deiner Vater, deiner Mutter sehen, die die wilde Dinge einflüstert. Oh, das ist eine gute Idee. Oh, das ist eine richtig gute Idee, das so zu machen. Wie abekelig ist es, dass ich jetzt eine Affäre mit Cersei Lannister starte, die Affäre von meinem Vater war? Ich frag für einen Freund, weil das ist ja schon ein bisschen disgusting. Zumindest. Oder? Also, wie viel Red Flag spricht da gerade mit? Und wir werden auf jeden Fall meine Halbschwester Visenya im Blick behalten. Weil sobald die 16 ist, werde ich mich an die auch ranmachen. Und zwar ganz definitiv. Ich weiß auch nicht, ob wir das heute zeitlich noch schaffen. Ich bin halt lüstern und ein Targaryen. Ich werde mich an alles ranschmeißen, was halt irgendwie geht. Ja, ich bin immer noch im Krieg. Aber da müssen erst neue Armeen starten, damit ich da gewinne. Also beigest du alles an, was bei dran auf den Bäumen ist. Ich habe versucht, meiner Schwester die Liebe zu gestehen. Sie war nicht bereit, sie anzunehmen. Sie hat kein romantisches Interesse an mir. Was bedeutet, könnte ich eine der Kutscher einmal in eine... Lady Lysa Tully,
mit dem Haus Arryn, ich würde mich nach einem Gespräch sehnen. Habt ihr Zeit auf ein Wort? Die habe ich. Ehrenwerte, Lisa Arryn, ihr werdet mir bestimmt beipflichten, dass die Unruhen in diesem Land nicht zur Freude und nicht zur Begeisterung der Lords und Ladies und auch nicht der Bevölkerung dienen. Wie ich sehe, habt ihr einen jungen Sohn, der 9 Jahre alt ist. Und ich möchte vorschlagen, Frieden und Sicherheit zwischen unsere Häuser zu bringen und euch meine Tochter, Prinzessin Bela Targaryen, Prinzessin des Eisernen Throns, anzubieten als Ehefrau für euren Sohn und Thronerben. Das ist ein edles Angebot, werter Aegon. Es gibt 2 Probleme. Das erste ist, zu meinem großen Bedauern ist Robin nicht am Hofe von Hohenair, sondern noch in Winterfell, auch wenn es den Eindruck macht, als wäre er in Hohenair. Ich habe immer noch keine Gelegenheit gehabt, mit den Starks über diese Sache zu sprechen, denn er ist der Vormund des Sohnes und in dem Krieg beschäftigt. Solange also mein Sohn nicht in Hohenair ist, kann ich keinerlei Entscheidung treffen. Die zweite Sache ist die, dass ich nicht wünsche, dass mein Sohn zum Spielball eines möglichen Krieges kommt. Er soll so lange im Grüntal bleiben, bis diese Dinge geklärt sind. Ich denke, dass ein Verlöbnis, ein mögliches Bündnis zwischen unseren beiden Häusern eine Möglichkeit wäre, einen bevorstehenden Krieg gänzlich zu vermeiden, sodass keine Kinder aus den Königshäusern zu Spielbällen von alten Männern werden müssen. Ich bin mir nicht sicher, wie die Gemengelage ist im Reich. Es ist doch so, wir haben einen Haufen Lords. Die eine Hälfte hat mir die Treue geschworen. Die andere Hälfte mag mich aufgrund meiner Hauszugehörigkeit nicht. Es wird keine Einigkeit geben. Die treuen Lords von Westeros werden ihre Treue mir gegenüber nicht verzagen. Und Robert Baratheon wird einen Targaryen nicht dulden, solange Haus Arryn und Haus Stark es nicht tut. Ich bin unabhängig von der Historie meines Vaters und dessen Vaters, wohlgemerkt mein Vater, der den Schaden nicht verdient hat, der ihm zugesprochen wurde, und meiner Mutter, die große Königin, die getötet wurde durch die Hände eines Lannisters. Ich mag ihr Sohn sein, aber ich habe nicht ihre Fehler geerbt. Und dennoch bin ich der einzig wahre Thronfolge und Erbe dieses Throns und bin auch der Einzige, der Frieden bringen kann für alle Lords und Ladies. Ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Unterstützt mich bei der Forderung gegenüber den Starks, dass Robin zurückkehren muss nach Hohenair. Dann kann eine Verlobung stattfinden unter der Bedingung, dass Robin selbstverständlich in Hohenair bleibt und in einem Krieg bleiben, falls es einen Krieg geben sollte. Um diese Frage bleibt das Grüne Tal neutral, wird sich nicht einmischen und auch in einer Abstimmung wird sich das Grüne Tal enthalten. Ich suche einen Verbündeten. Wie kann ich mir denn sicher sein, einen Verbündeten zu haben, wenn er zwar meine Tochter nimmt, aber keine Verantwortung übernehmen möchte? Wie kann ich denn sicher gehen, dass meine Tochter Prinzessin und wahrer Drache unter den Targaryens im Grünen Tal eine sichere Zukunft hat, wenn das Grüne Tal nicht bereit ist, die Sicherheit und die Ordnung, wenn nötig, auch mit militärischer Macht zu verteidigen? Ich sehe und verstehe, dass es euch ein Anliegen ist, euren Sohn sicher und wohlbehalten zurückzubekommen. Und ich werde mich gerne dafür einsetzen, dass euer Sohn zurück ins Grüne Tal kommt. Auch unabhängig der Verlöbnis. Denn ich bin davon überzeugt, dass Söhne bei ihren Müttern und Vätern sein sollten und nicht bei irgendwelchen anderen Lords und Ladies. Aber wenn ihr für euren Sohn meine Tochter wollt, dann erwarte ich Lehnstreue, sowohl militärische als auch den Rückhalt von eurer Weisheit. Ich bin eine Tochter der Tullys und sowohl die Tullys als auch die Arryns sind seit langen Zeiten Verbündete der Starks, der Baratheons, und das Angebot, sich hier in diesem Konflikt neutral zu halten und bei einer Abstimmung nicht für Robert Baratheon zu stimmen, ist ein sehr, sehr, sehr weitgehendes Angebot meines Hauses. Bitte bedenkt dies. Ein offener Krieg gegen ehemals Freunde, Verbündete, Familie
ist dem Grüntal nicht zuzumuten. Mehr kann ich Ihnen nicht anbieten. Ihr wärt also bereit, neutral zu bleiben und nicht für Robert Baratheon zu stimmen? Dafür habt ihr mein Wort. Ich brauche Bedenkzeit. Ist das in Ordnung? Sehr gerne. Und wichtig ist, dass vorher Robin erst einmal nach Hohenair kommen muss. Das heißt, vorher müssen die Starks überzeugt werden, dass sie mir meinen Sohn zurückgeben. Ja, ja. Kutscher bringt mich gerne zurück in den Thronsaal. Liebend gern. Ich finde es schön, wie konsequent vergessen wird, dass die Tullys eigentlich ihre gesamte Macht den Targaryens verdanken, wie in Tyrell. Ja, es hat auch niemand Lehnstreue, ne? Also ich finde es nicht schlimm, aber es hat auch niemand Lehnstreue. Niemand hält irgendwas davon, wer hier König sein sollte oder nicht. Das ist echt frech. Ich könnte mich theoretisch gesehen, ich kann mich nicht mal scheiden lassen. Das geht nicht, weil ich bin im Balorismus. Die Frage ist, in welcher Religion ist sie denn? Ist hier Ehescheidung möglich? Wenn ich die... Nee, dass sie töten wäre zu wild. Aber ich könnte die Religion annehmen von ihr. Und wenn ich ihre Religion annehme, dann kann ich mich von ihr scheiden lassen. Und dann könnte ich theoretisch gesehen, wenn wir einmal oben schauen, im Norden, Robert Stark hat noch niemanden. Ist halt die Frage, ob ein Robert Stark meine Schwester annimmt, die schon 21 ist. Hat jemand von euch Erfahrung mit der beloristischen Religion? Mit der was? Und Baelor meinst du? Ja, genau. Baelor. Nicht im Spiel oder nicht in der Mod, muss ich sagen, leider nicht. Okay, weil ich habe das gerade das erste Mal gesehen, dass das da ist. Und ich bin so, macht das irgendeinen Unterschied? Also auch in Bezug auf die Inzestmöglichkeiten von den Targaryens? Das weiß ich nicht. Weil der Vater war es nicht so. Deswegen bin ich so ein bisschen so, ich habe ein bisschen Angst, dass wenn ich sie ablege, dass ich dann meine Schwester nicht mehr heiraten kann. Das müsste ja eigentlich ganz klassisch wie auch bei Crusader Kings Nein. Frauen sein. Ja, die Religion gibt es ja auf der Karte. Genau, auf der Karte, als über dem Religionskartenmodus und dann auf der Karte gucken und. Ja, aber die Targaryens haben quasi Inzest als Perk der Dynastie. Das gestattet ist sozusagen. Genau, das ist ein Dynastie-Perk, der nicht an die Religion, glaube ich, gekoppelt ist, weil die ganzen Targaryens haben ja die gleiche Religion wie ihr und ihr dürft ja auch keinen Inzest machen. Und das stimmt. Schon. Ja, dann wäre ich da vorsichtig mit irgendwelchen Wechseln oder ähnlichem. Ja. Ich sag mal so, die Religion von Baelor dem Gesegneten unterscheidet sich nicht groß vom Glauben an die Sieben, nur halt, dass er selbst als König hat halt viele, er hat halt an Wunderwirkung geglaubt und an die Reinkarnation der Götter in der sterblichen Welt und so weiter. Also beim Baelorismus steht drin, dass Inzest nicht erlaubt ist. Das ist schwierig. Enge Verwandte. Hat das jemand meiner Schwester gesagt, die Mutter meines Kindes ist? Dass man so alles googeln kann, ne? Nee, ist doch wird ja gezeigt. Ja, dann ist es im Hochvalyrischen wahrscheinlich drinnen. Oder ist das dann im Hochvalyrischen drin? Weil irgendwo ist es ja drin. Dynastiemodifikator. Ja, ich glaube, im Hochvalyrischen war das um die guten Gene zu behalten oder ähnliches, so glaube ich in der Serie gesagt. Ja, um reinzuhalten, genau. Ja. Weil beim Dynastiemodifikator. Ist, glaube ich, wirklich ein Dynastiemodifikator. Ja, doch, wirklich. Also, ja. Ja, also ihr dürft das als Targaryen, alle anderen können das nicht. Quasi das Alleinstellungsmerkmal der Targaryen. Lustig. Die Lannister ist das nur unter der Hand. Das dürfen sie übrigens nur, weil damals ein König der Targaryen das sogenannte Ausnahmeprinzip festgestellt hat, was die Targaryens als einzige Familie, die ja nicht nativ aus Westeros stammt, von den Glaubensgrundlagen der Sieben absetzt. Naja, wir haben ja noch die Valarions, die eigentlich auch nicht aus Westeros stammen. Auch hochvalyrisch. Aber die machen auch keinen Inzest. Nö, da sind sie nicht so. Aber die haben auch weiße Haare. Inzest, Schminzest, ich finde, das klingt alles so furchtbar. Ich würde es wahre Liebe nennen. Dann haben wir ja vielleicht bald die Möglichkeit, diese Frage nach dem König zu klären. Ja. Endlich. Und ich würde gerne schon mal anmelden, vielleicht mal einen Hinweis an die Kutscher, dass ich unbedingt, bevor wir dieses Treffen machen, unbedingt nochmal Eddard Stark treffen muss. Ich, by the way, auch. Und auch die Lannister. Ich würde gerne mit jedem nochmal sprechen, um ehrlich zu sein. Nach einem bestimmten Zeitpunkt? Selbst oder mit den Baratheons? Selbst mit den Baratheons.